Zu fragen, warum wir kämpfen. Zu fragen, warum wir eigentlich überhaupt diesen Podcast hier aufnehmen. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Doch, Eli, wissen wir, weil wir den Podcast aufnehmen wollen. Ich sehe nur Finsternis. Ja, Arthas, mach einfach wieder das Licht an und dann können wir hoffentlich auch endlich anfangen. So, und dann viel Spaß mit dem Ehrenfeste-Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Ehrenfeste-Podcast-Hörer. Wir haben uns mal wieder zusammengesetzt und haben ein paar wunderhübsche Themen für euch vorbereitet. Und bei mir im Studio ist der Jörg. Hi. Der Alex. Mahlzeit. Und ich, der Miru. Und falls ihr euch wundert, warum Alex nicht die Anmoderation macht, das liegt einzig und allein daran, dass er zu faul dazu war. Aber dafür darf er jetzt die wunderbaren Themen mal vortragen. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen einfach damit an, womit wir die letzten x-tausend, 12 Millionen Podcasts auch schon angefangen haben, und zwar mit Diablo 3. Und zwar hat Blizzard jetzt verkündet, dass man Diablo 3 jetzt dann schon für die PlayStation 3 vorbestellen kann. Allerdings ohne Datum. Ja, und für alle Vorbesteller gibt es einen wunderschönen Download-Code, der ein Helm ist, das glaube ich, ne? Yep. Helm, ja. Infernale Helm. Der infernale Helm, ja. Den gibt es für alle Vorbesteller gratis dazu. Und sorgt wohl bei einigen PC-Spielern für Frust. Das heißt, bei einigen PC-Spielern, also ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, ich habe auf der offiziellen News mir so ein bisschen die Kommentare darunter durchgelesen und da haben sich dann tatsächlich, also ich glaube 90% davon haben sich wirklich aufgeregt, warum es das Ganze nicht auch für PC gibt, denn der infernale Helm bietet einen Erfahrungspunkte-Bonus, ich glaube, wie hoch der ist, weiß man jetzt nicht, oder Jörg, steht das irgendwo? Ich habe das auch nicht irgendwo rauslesen können, wie der gibt. Ja, aber das Problem ist ja ganz einfach, dass die PS3-User wieder bevorzugt werden, PC-User wieder in der Röhre gucken. Andererseits verstehe ich die Aufregung auch nicht, denn das Ganze läuft ja nicht über Crossover, also das heißt, die PC-Spieler und die PS3-Spieler spielen ja jeweils für sich und nicht zusammen und entsprechend kann es doch den PC-Spielern eigentlich total egal sein, dass sie halt ein bisschen länger brauchen wahrscheinlich wie so ein PS3-Spieler. Ja, warum? Ich habe ja genauso viel Kohle dafür bezahlt wie die PS3-Spieler auch. Vielleicht ist es auch so ein Ding, dass sie damit die lange Wartezeit auch für die PS3-Version überbrücken. Also ja, mit so einer Art Gutschrift wieder wettmachen wollen, weil schließlich müssen die PS3-Spieler oder mussten die PS3-Spieler ja etwas länger warten oder müssen immer noch warten, bis sie überhaupt Diablo 3 spielen dürfen. Naja. Das war ja von Anfang an überhaupt nicht klar, dass Diablo 3 für eine Konsole erscheint, ne? Nächsten, die jetzt anfangen zu heulen, sind die Xbox-User. Ja, ich finde das total gemein. Ich denke mal, die absolut nächsten werden diejenigen sein, die sich Diablo 3 für die PS3 kaufen und dann feststellen, dass es, ich vermute mal, nächstes Jahr für die PlayStation 4 nochmal rauskommt. Ich schätze mal sogar Ende des Jahres. Kann ich mir nicht vorstellen, ne. Ja, wieso? Sie haben ja gesagt, sie wollen es für die PlayStation 3 und die PlayStation 4 rausbringen. Ja gut, jetzt bin ich über die PlayStation 4 nicht so informiert, ob du die alten Spiele auch auf der PlayStation 4 spielen kannst. Laut meinen... Weißt du, dass du auf der PS3 so gut wie kein Spiel von der alten PS2 spielen konntest? Laut meinen Informationen geht es nicht. Die ist wieder mal nicht abwärtskompatibel. Aber wer kauft sich dann zweimal Diablo 3? Ich denke mal, das wird aber für Sony wieder so typisch sein. Das war bei der PlayStation 2, 3 und das wird vermutlich mal auch bei der 4 so sein, dass das erste Modell, was auf den Markt kommt, abwärtskompatibel ist und früher oder später zerpflücken sie ja sowieso alles, was zu teuer ist, nur damit die Konsole wieder billiger wird. Naja, billiger ist immer so dahingesagt, ne? Also ich weiß von den Sachen, die ich für die PlayStation 3 habe, dass das Einzige, was abwärtskompatibel ist, hier diese SingStars-DVDs. Ist super.
Ja, mehr kannst du damit nicht machen, ne? Du kannst die alten Songs einladen und das war's dann auch schon. Aber selbst starten davon kannst du nicht. Du musst also ein Original PS3 SingStar haben und dann die alten CDs oder DVDs einlegen, damit du die Lieder da hast. Sehr geistreich. Aber wir schweifen etwas ab, weil es geht ja um Diablo 3 und nicht um die PS3 an sich. Ja gut, ich meine, was willst du dazu großartig sagen? Naja, es gibt keinen Termin, es gibt einen Helm und ja, wir lassen uns mal überraschen, wann es denn erscheint. Geh mal davon aus, spätestens zu BlizzCon werden wir genaueres wissen. Und sehr wahrscheinlich wird es auch so sein, dass es wieder so gegen November, Dezember wahrscheinlich dann für die PlayStation halt eben erscheinen wird, damit man das ganze Weihnachtsgeschäft halt eben wunderbar wieder mitnehmen kann. Meinst du, so lange dauert das noch? Würde ich tippen, ja. Das wäre Kann ich mein mir Tipp. bald nicht vorstellen. Ah, ansonsten war, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt gesagt, es gibt ja noch keine Beta-Tests, aber ich glaube, auf der PlayStation gab es noch nie Beta-Tests für irgendein Spiel. Lässt sich auch irgendwie schlecht bewerkstelligen, ne? Ja, Weil wenn schon du auch einmal wieder. die Daten runtergeladen hast auf deine Festplatte, dann kannst du sie ja wieder weiterverbreiten, also. Ich weiß auch gar nicht, hat Diablo 3 auch einen Online-Zwang auf der PlayStation 3? Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Ja, Das war auch auch wieder so. so ein Ding, ne? Ich muss für Diablo 3 auf dem PC online sein, muss eine Internetverbindung haben und die PS3-User können so spielen. Haben sie auch schon gesagt gehabt. Also, da haben sie auch, sind auch sehr, sehr viele Leute auf die Barrikaden gegangen wegen. Was ist Ja. wieder bei Klassengesellschaft irgendwo. Naja, gut, aber die Zweiklassengesellschaft zwischen PC-Spielern und Konsolenspielern wird es immer geben, weil es nie 100% Übereinstimmung geben wird, ob es nun grafische Abweichungen oder teilweise Story-Abweichungen geben wird oder allein nur die Steuerung ist ja immer irgendwas anders. Und das hat man halt eben auch bei so Spielen wie Skyrim gesehen, dass man halt eben merkt, dass die Menüführung zum Beispiel sehr stark auf Konsole ausgelegt ist und dann halt eben die PC-Spieler damit ein paar Probleme haben. Was sie ja bei Diablo in dem Sinne rausgemacht haben, weil es ja ein komplett neues Interface und alles extra für die PlayStation 3 geben wird. Das heißt, die kriegen ja eine ganz andere Steuerung, oder was heißt eine ganz andere Steuerung, eine andere Steuerung. Ich glaube, die PlayStation-Leute, die kriegen so auch eine frei wählbare Kamera, wenn ich das oder so, sowas in der Richtung war das doch. Und halt eben ein komplett anderes Interface wie die PC-Leute. Also, da muss man sagen, da haben sie sich dann wirklich doch Gedanken gemacht. Gut, kommen wir mal zu einem anderen Thema. Alex, du hast die BlizzCon angesprochen, die ja jetzt demnächst ist. Was denkt ihr, was glaubt ihr, wie sieht es denn in Deutschland mit der Gamescom aus? Blizzard hat ja sich noch nicht dazu geäußert, ob sie kommen werden oder nicht. Ja, was ist eure Vermutung? Ja, werden sie. Denke Kurz und auch, knapp. dass sie auf jeden Fall auf der Messe sein werden. Was ich mir so als Frage stelle, was die da ankündigen oder ob sie überhaupt was ankündigen. Also Glaube ich ja hoffe. bald nicht daran, dass Titan mehr oder weniger auf der BlizzCon ein großes Thema sein wird. Ich vermute mal mehr, die werden ein neues Add-on für World of Warcraft ankündigen. Jetzt schon. Ja gut, guck doch mal, wie alt Mist of Pandaria ist mittlerweile. Knapp ein Naja, gut, Jahr. stimmt, ist ja auch typisch Blizzard, Add-ons ewig und 3 Tage vorher anzukündigen. Weiß nicht, bei Das war jetzt WoW. keine versteckte Kritik. Ach nö, ich find's ja schön, wenn irgendwann mal ein paar Informationen rauskommen über ein neues Add-on oder überhaupt ein neues Spiel bei Blizzard. Wo ich ja offen und ehrlich bin, ich bin kein Fan von diesem Hearthstone, ne? Also, das geht mir irgendwo an der Puppe vorbei. Wobei es natürlich wieder etliche Kartenspieler geben wird, die das dauerzocken werden, ne? Nicht nur Kartenspieler, nicht nur Kartenspieler, Jörg. Ja. Ja, ich denke mal, ich werde es mir auch holen, je nachdem, wie die Mobile-Version davon ausfallen wird.
Ja, da habe ich ja bis jetzt auch leider nur davon gehört, dass sie das Ganze auf iTunes machen wollen oder vielmehr auf dem iOS-System und leider nicht auf Android. Ja, aber was nicht ist, kann noch werden. Also, ich selbst besitze ja ein iPhone und ich kann aus Erfahrung sagen, dass viele Apps, die es dort gibt, zwar zuerst bei Apple erscheinen, aber spätestens 3, 4, 5 Monate später bei Android landen. Also wird Hearthstone wahrscheinlich denselben Weg nehmen. Zudem kann ich mir auch vorstellen, dadurch, dass Hearthstone eine sehr schwierige Zielgruppe im Endeffekt anspricht, sage ich mal, dass sie halt durch Android halt noch mehr Leute erreichen wollen überhaupt. Was ich einfach denke, um mal auf die BlizzCon zurückzukommen, beziehungsweise Entschuldigung, auf die Gamescom, ich frage mich, ob wir wirklich so lange warten müssen, bis wir die Möglichkeit bekommen, wirklich selber mal Hearthstone zu spielen, oder ob es früher halt eben eine Möglichkeit dazu geben wird. Naja, man kann sich ja schon anmelden für die Beta, aber wie bei allen Betas von Blizzard, kommt man dann in so einen riesen Lostopf und wird sowieso nicht gezogen. Aber ja, die Beta läuft, soweit ich weiß, schon. Okay, dann bist du aber jemand, der da, glaube ich, als einziger Informationen zu hat, oder, Jörg? Du weißt ja. Ja, ich habe noch überhaupt nichts dazu gehört. Also ich habe nicht mal irgendwo eine News gelesen, dass mittlerweile die Family and Friends Beta laufen würde. Gut, ist die Frage, ob man für so ein Spiel eine Family and Friends Alpha, Beta, Gamma, Delta haben muss, ne? Ja, ich denke auch, dass die da aus dem frühen Alpha-Stadium schon längst raus sind. Also wenn man sich die Videos ansieht, die Blizzard selber veröffentlicht hat von irgendwelchen Probespielen, denke ich mal, ist das Spiel schon im ziemlich fertigen Stadium. Und ich vermute mal, sie zögern den Release nur weiter heraus, um noch mehr Funktionen hinzuzufügen, für die momentan halt keine Zeit war. Naja, eigentlich kann man bei so einem Spiel nicht viel verkehrt machen, zumindest nicht von den Regeln her. Weil Blizzard arbeitet ja schon seit Ewigkeiten Firmen Aber zusammen, die halt auch die Trading Card Games gemacht haben, und das ist ja nichts anderes. ja, aber vom Balancing kann man sehr viel falsch machen. Na. Gut, es gibt bestehende Regelwerke, weil halt auch bei World of Warcraft mit dem TCG halt. Früher war es von Upper Deck, jetzt weiß ich gar nicht, wer es mittlerweile macht. War es nicht Panini oder so? Irgendwo Die hatte ich was von ersten waren von Panini. Upper Deck, die habe ich sogar noch hier im Regal stehen. Und neue Serie, die da rausgekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, von wem die ist. Da gab es ja auch damals die Lootkarten dabei, wo du dann so schöne Goodies eintauschen konntest. Also was habe ich sogar noch? Also, was ich mir auf der Gamescom vorstellen könnte, was gezeigt wird, ist zum einen die Konsolenversion von Diablo 3. Dann könnte ich mir vorstellen, Hearthstone auf den verschiedenen Plattformen, um einfach mal zu zeigen, wie es funktioniert auf mehreren Geräten, sage ich mal, und dass die halt auch untereinander miteinander spielen können. Und eine kleine Vermutung, die würde ich mir ja schon fast wünschen, wäre StarCraft 2 Legacy of the Void. Vielleicht überrascht uns Blizzard damit. Ja, dass es kommen wird, ist ja eh klar, aber ob man das da schon anspielen kann, kann ich mir bald nicht Na, vorstellen. ich glaube, das dauert noch ein Jahr. anspielen nicht, aber ich denke mal, so ein kleiner Trailer, wo drin steht, ja, weiß nicht, 2014 in ihrem Fachhändler, könnte ich mir schon vorstellen. Das vielleicht noch, aber also du wirst wahrscheinlich. Ich gehe nicht davon aus, dass mal eine spielbare Version von StarCraft halt eben dort schon finden wird. Naja, gut, aber mal ganz ehrlich, ich meine, im Endeffekt, wenn man so dran denkt hier, das Heart of the Swarm ist ja auch eine Erweiterung zu StarCraft 2 Wings of Liberty gewesen. Und so viel verändern müssten sie ja eigentlich nicht. Also Ja, aber. sie haben ja quasi schon ein bestehendes Spiel mit der ganzen Grafik-Engine Ja, und den ganzen okay. Funktionen und alles und Also, da muss ich dir direkt mal widersprechen. Das Problem ist ganz einfach bei StarCraft, dass das einen sehr, sehr hohen E-Sport-Faktor hat. Auch der ganzen Welt. Und wenn du dann mal einfach ein paar neue Einheiten designst und so auch die Multiplayer-Karten loslässt, das kann ganz schnell in die Hose gehen. Also die meiste Arbeit wird nicht hier das Singleplayer sein, sondern das Multiplayer und da das Balancing. Also außerdem würden die sich selber das Wasser abgraben.
Der zweite Teil ist gerade erst erschienen, Heart of the Swarm, und den dritten, den vermute ich jetzt mal nicht vor Ende nächsten Jahres. Naja gut, Heart of the Swarm ist am 12. März erschienen. Ich weiß nicht, also ich meine 27. Juli 2010 ist Wings of Liberty erschienen und 12. März 2013, also da liegen fast 3 Jahre dazwischen. Also, Du darfst ja auch nicht verkennen, dass Legacy of the Void das eigentlich letzte Add-on zu StarCraft 2 sein wird. Ne? Also das heißt, danach ist dann für Blizzard in dem Sinne das auch schon wieder vorbei, beziehungsweise halt eben gelaufen. Ne? Ja gut, aber ich erinnere mich an eine BlizzCon, auf einer BlizzCon wurde so schön gesagt, wenn StarCraft 2 dann fertig ist, darf sich das Team an Warcraft 4 machen. Aber ich glaube, das werden wir vor 2020, glaube ich, nicht erleben. Nee. Naja, Warcraft 4 glaube ich jetzt auch nicht mehr so unbedingt dran. Dafür haben sie mittlerweile zu viele Sachen, die sie jetzt, glaube ich, angefangen haben. Also ich meine, ich gehe fast davon aus, wir werden auf der BlizzCon was zu Titan hören. Auch wenn es nicht mehr Titan heißen wird, hatten wir in dem letzten Podcast schon. Aber warum sollten die das machen? Die werden doch ziemlich blöd. World of Warcraft kann immer noch gemolken werden. Da wird mit Sicherheit noch 1, 2, 3, 4 Add-ons kommen. 3 Add-ons wurde schon angekündigt. Ja, dann hast du Diablo 3. Da wird auch ein Add-on zu kommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das könnten die unter Umständen auch ankündigen. Du meinst eher das Pentagramm, ja? Warum das Pentagramm? Diablo und so. Nein, aber es hat damals zu Diablo 2 auch ein Add-on gegeben. Und zu Diablo 1, glaube ich, auch, ne? Ja. Yep. Ne, das war aber kein offizielles. Wieso Hellfire? Oh, stimmt, das waren zwei. Es gab ein inoffizielles und ein offizielles. Ne? Das gab einmal irgendwie dieses 666 zurück in die Hölle. Das genau, war auch ein deutsches Add-on, glaube ich. War das nicht mit sogar von Data Becker? Das kann möglich sein, ja. Mit irgendwie... Und dann Hellfire, ja. Und dann Hellfire, ja. Ich weiß gar nicht. Lord of Destruction hieß das für Diablo 2. Diablo 2, ne? Ja, genau. Haben wir das auch alles mal richtig gestellt? Ja, ich habe noch eine Information zu den Trading Card Game. Das war bis 2010 Upper Deck, wie ich das auch noch im Kopf hatte. Und danach, also bis heute, macht das jetzt Kryptozeug. Oh, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Kryptozeug, Entertain. Gesundheit. Und in China gibt es das seit 2012 auch. Da macht es Winseeker Culture Development Limited. Okay. Wie kam ich denn auf dieses Panini-Getönse? Ich glaube, das waren die Bücher Panini, dann. Panini macht die Comics. Und die Bücher. Und die Bücher, ja. Da habe ich das ja, okay. Irgendwie habe ich das damit verbunden. Naja, egal. Naja, das sind diese Halbinformationen, die man mal aufsammelt irgendwo. Ja, daraus, Panini und World of Warcraft, da war irgendwas, ja. Daraus kreiert man dann so Halbwahrheiten. Ne? Und der Dritte, der es dann weitergibt und erzählte, behauptet dann schon steif und fest, das habe ich so gehört. Ja, pass auf, aus irgendwelchen Halbwahrheiten wird da, die kriegt da Blizzard mit und dann machen sie dann einfach mal das nächste WoW-Addon raus. Ja, nee, ist klar. Wobei das ja auch so ein Ding ist, wo ich mir momentan nicht vorstellen kann, wie die Geschichte weitergeht. Ne? Also das letzte Addon, da wird es dann nochmal gegen die brennende Legion und Sargeras gehen. Sie wollen die Titanen auf jeden Fall nochmal beleuchten. Das haben sie auch mal irgendwann gesagt gehabt. Ja, das, was die immer alles sagen und was dann passiert. Und laut Aussage von Blizzard war eigentlich auch Mists of Pandaria viel früher geplant, als es jetzt erschienen ist. Und wird auf diese angeblichen Pläne und diese Aussagen nicht so viel geben. Wenn ich auf einem Schlag mal innerhalb von einem Jahr so 3-4 Millionen Abonnenten verlieren, kann ich mir auch vorstellen, dass die das Ganze einstampfen und Free-to-Play machen. Ja, oder sagen, okay, das war ein Schuss in den Ofen, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen was an Spielern zurückholen, indem sie vielleicht das allseits beliebte Add-on The Burning Crusade nochmal neu auffrischen. Och nö. Ja. Wäre doch möglich. Viele, also wenn ich so im Blizzard-Forum lese, entweder planen sie alle Classic-Zeiten oder Burning Crusade. So, naja, und wenn, sag ich mal, Blizzard halt mit dem Weg, den sie eingeschlagen haben, nicht weiterkommt, naja, dann haben sie entweder die Möglichkeit, sie machen Free-to-Play oder sie rückentwickeln, sag ich mal wieder.
Ja, was willst du denn rückentwickeln? Also mal ganz ehrlich, The Burning Crusade war für mich von der Optik her, von den Gebieten her, bis auf Nagrand, das schlechteste designte Add-on, was es je gegeben hat. Naja, warum? Es war ziemlich abgefahren, sagen wir es mal so. Ja, eben drum, dieser spacige Look, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann vor allen Dingen diese Tentakelfressen, nach die da rumgelaufen sind, ne? Ich meine, die Horde war mit den Blutelfen dann auch nicht besser bedient, aber... aber diese Tentakelfressen, ne? Ja, ich fand's ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Was ich nerviger fand, also ich muss dazu sagen, ich fand Wotelka das beste Add-on bis jetzt. Aber was ich dort nervig fand, war, egal wo du warst, es war alles weiß und überall rannten Wikinger rum. Naja, ist halt so auf einem Kontinent, ne? Ja, alles ein bisschen nordisch, ne? Ja, aber das war doch ein geniales Add-on. Ja, ich sage, ist ja auch mein absolutes Lieblings-Addon, aber ja, also irgendwann hat es dann auch genervt, die ganze Zeit nur einen weißen Bildschirm zu sehen. Ja, aber es kommt ja immer drauf an, wo du dich aufgehalten hast. Also ich habe zum Beispiel Tag und Nacht im Scholzarbecken Pflanzen gefahren. Da ist es schön grün. Da ist es schön grün, ja. Grizzly-Hügel. Ja, da bist du bestimmt immer gewesen. Ja, was haltet ihr denn generell von der ganzen Blizzard Add-on-Politik, die sie betreiben? Also findet ihr, dass die Patches zu schnell kommen, dass sie zu langsam kommen, dass sie überhaupt kommen, ist furchtbar, oder sagt mal was dazu? Also zu den Zeiten von Wrath of the Lich King habe ich immer gedacht, mein Gott, wie lange soll das noch dauern, bis der nächste Patch kommt? Da bin ich mal ganz ehrlich. Also man ist ja wirklich monatelang einfach nur noch auf den Lichtking rumgetrampelt. Auf der anderen Seite finde ich jetzt, beim jetzigen aktuellen Add-on, dass die Patches einfach zu schnell kommen. Du kannst ja kaum die Gebiete erkunden, da mal alle Quests gemacht haben, schon kriegst du neue Quest-Hubs, dann musst du schon wieder ein anderes Gebiet rein, dann musst du demjenigen schon wieder die Sachen liefern da. Und auch mit dieser Legendary-Quest, ne, das ist ja alles was für einen Armen, ey. Na, und diese 130.000 Millionen Daily-Quests. Ja, das kotzt mich so an. Amen, Jörg. Mir geht's übrigens genauso, aber falls es dich so interessiert, ich habe jetzt nicht ganz so aktiv World of Warcraft gespielt wie zu Wotelka-Zeiten, aber sagen wir mal so, Patch 5.3 steht vor der Tür und ich habe immer noch nicht die Questreihe bzw. die Geschichte um Patch 5.1 erspielt. Also ich habe mir noch 5.1, 5.2 und 5.3 vor mir. Und dann bin ich halt gespannt, wann es denn die Patchnummer gibt, wo dann gesagt wird, ja, okay, jetzt ist Feierabend. Ja, aber das Gleiche war doch auch zum letzten Add-on, also nicht zu Mist of Pandaria, sondern zu Cataclysm. Habe diese dämlichen Firelands-Quests einfach nicht gemacht. Diese dämlichen Dailies. Und ich konnte trotzdem raiden gehen, ich konnte trotzdem meine Ausrüstung zusammenfarmen. Ich habe mich nicht stundenlang da in diesem gleichen Gebiet rumgetrieben und habe diese blöden 20 Quests gemacht. Die Fireland Dailies fand ich eigentlich persönlich recht interessant, weil sie sich halt immer durch das Phasing immer ein bisschen weiterentwickelt haben und du nachher mehr machen konntest, in verschiedene Richtungen gehen konntest und so weiter. Fand ich persönlich ganz interessant. Schade war da leider nur, dass aufgrund von technischen Problemen das ungefähr 3-4 Wochen auf meinem Server kaum spielbar war, weil es so dermaßen geleckt hat dort, weil dort irgendwie der komplette Realm Pool in dieser Zone stand und ja. Ja gut, geht einfach mal davon aus, dass du einen Hauptcharakter spielst. Jein. Also ja, ich spiele einen Hauptcharakter, aber zu Wotelka und Cataclysm Zeiten habe ich noch andere Charaktere erfolgreich gespielt, also insgesamt 7 Stück auf 85. Ja gut. Dann hängst du mir so ein bisschen hinterher, aber dann kennst du die Problematik, es kommt ein neues Add-on raus, dann kannst du erstmal, weiß ich nicht, Chars auf High-Level knüppeln. Richtig. Und wenn du dann allein wenn es schon 2 oder 3 Chars nur sind, wenn du dann wirklich die immer wieder in dieselben Dailies reinwerfen musst, ne? Richtig. Das ist genauso, als wenn du jeden Morgen die Mülltonne rausleeren musst. Nee, weiß nicht. Deswegen fand ich das auch sehr schade, dass sie diese ganzen Ruf
Sachen so jetzt auf diese Daily Quests getrimmt haben. Weil ich fand es früher, sag ich mal, relativ praktisch. Du hast halt, sag ich mal, für die Kirin Tor hast du halt gequestet, hast dir dann deinen Wappenrock geholt und hast dann Ruf bekommen nur durchs Ummetzeln von irgendwelchen Gegnern. Ja. Und das war äußerst praktisch für Twinks, muss ich dazu sagen. Ich finde aber dieses ganze Rufsystem nicht angemessen. Weder mit Wappenröcken, noch so wie sie es jetzt gelöst haben, das ist irgendwie alles nicht Sinn und Zweck der Sache. Müsste nur allein... Soll ich das, weißt du, früher hatten sie Level für die einzelnen Waffengattungen. Da musstest du das Schwert hochleveln, da musstest du die Axt hochleveln, der Jäger musste die Armbrust und den Bogen hochleveln oder die Schusswaffe hochleveln. Ja. Das haben die rausgenommen. So. Warum gibt es das auch nicht bei den verschiedenen Fraktionen? Je mehr du dich mit einer Fraktion beschäftigst, und nein, ich meine keine Dailies, sondern dich in die aufhältst, mit denen irgendwie interagierst, irgendwelche Raids machst oder so, kannst du deinen Ruf steigern. Aber bitte nicht mit Wappenröcke und so ein Kram. Und auch nicht mit Dailies. Aber um nochmal aufs Thema Patch-Geschwindigkeit zurückzukommen, ich weiß nicht, also Blizzard hat ja angekündigt mit Cataclysm, dass es schneller werden soll. Ja, diese ganze Patch-Geschichte. Aber ich denke mal, also ich vermute mal, sie haben aus Cataclysm nicht gelernt. Weil sie haben Cataclysm so hingeklattert, jeden Patch hinterher gedrückt bis zum geht nicht mehr. Ja gut, und letztendlich mussten die Spieler trotzdem... Wie lange war es? 7, 8, 9 Monate in ein und demselben Content sich bewegen, bis Mist of Pandaria kam. Und das ist eigentlich auch, sag ich mal, nicht schön. Dann soll es lieber wieder auseinanderstrecken, so wie es halt zu Wotelka oder BC-Zeiten war. Naja, ich denke mal, bei Cataclysm, das habe ich auch in einem der älteren Podcasts schon mal angesprochen, ist einfach sehr viel Pulver verschossen worden um die Umgestaltung der alten Welt. War ja zu Classic-Zeiten überhaupt nicht möglich zu fliegen und wenn man dann den einen oder anderen Exploit mal benutzt hat und ist mal hinter die eigentliche Welt gegangen, konnte man sehen, dass es auch gar nicht möglich gewesen wäre, die alte Welt so zu gestalten, dass man da fliegen konnte. Die haben ja im Prinzip die komplette Classic-Welt einmal neu designt, damit du auch in der Classic-Welt fliegen kannst. Ja, aber das war ja Sinn und Zweck von Cataclysm. Ja, aber dabei ist so viel Pulver verschossen worden. Guck mal, da ist zum Beispiel der Unterwasser-Raid gar nicht mehr gekommen, der mal angekündigt war. Diese blöde Qualle, was? Der unten da verschwindet einfach oder so. Da wurde nie wieder ein Buch drüber verloren. Der ist einfach nur abgehauen, weil besiegt hast du ihn ja nicht. Stimmt. Und da sind so viele andere Sachen, wie zum Beispiel auch Drachenseele, ne? Das, kämpfe dagegen die Klauen von diesem Knallkopf, ey. Entschuldige mal bitte. Am Ende eines Raids, am Ende eines Add-ons, kämpfe ich gegen die Krallen von dem Vieh. Ich fand's auch ein bisschen enttäuschend, zumal Blizzard irgendwann mal so eine Concept-Art von Todesschwinge veröffentlicht hat, wo im Maßstab ein Spieler neben Todesschwinge stand. Und da war Todesschwinge ungefähr 5-mal so groß wie Onyxia. Und ich denke mal, es hätte mehr Bock gemacht, den im Stehen, sag ich mal, umzuhauen, als nur gegen seine Krallen zu kämpfen. Ja, wir reden hier von einem Drachenaspekt, ne? Also nicht mal einfach eben so einen dämlichen Drachen, der um die Ecke kommt oder so, sondern wirklich von einer der Aspekte, ne? Dann haust du da auch die Krallen drauf. Also das habe ich nie begriffen, wie man sowas verhunzen kann. Also da, unser Aufnahmeleiter meckert schon. Ja, kurz überlang finden wir es zu schnell. Ja, es ist auf jeden Fall zu schnell, weil du gar nicht mehr die Möglichkeit bekommst, wie das früher mal gewesen ist, vernünftig auch deine Twinks zu leveln, auszurüsten und hier und da vielleicht auch einfach nur mal vor dir hinzuspielen. Du kannst ja im Prinzip nur noch mit deinem Main durch die Gegend rennen und hetzen und alles fertig kriegen und schauen, dass du den auch ja auf dem Item-Level lässt, damit du in den nächsten Raid rein kannst. Ja, richtig. Wobei die Horde mal wieder richtig ein paar auf die Fresse kriegen wird. Jetzt sind sie alle ruhig. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß im Moment nicht genau, was ich dazu sagen soll, weil Mist of Pandaria war so das Addon, wo ich so ziemlich fast aufgehört habe mit Spielen. Man darf das nicht falsch verstehen. Also ich finde Mist of Pandaria vom Setting her, vom Design her, von den Gebieten her total geil. Das Einzige, was mir tierisch auf die Nüsse geht, sind diese dämlichen Dailies. Jo. Dem kann ich mich anschließen.
Wer mag schon Dailies? Gibt anscheinend genug Leute, die das mögen. Ja, wir haben noch einen Punkt. Ja, einen Punkt haben wir noch. Was hält euch den Punkt, noch bei WoW? Naja, da ich ja gerade schon gesagt habe, dass ich für den Moment mal quasi wieder aufgehört habe, für mich hat, glaube ich, seit Wrath of the Lich King haben mich im Endeffekt echt nur noch die Leute da gehalten. Deswegen bin ich zweimal den Server insgesamt gewechselt mit Amanda, um einfach mit ein paar Leuten noch zusammenzuspielen, weil das Raiden an sich einfach wirklich Spaß gemacht hat. Und die Leute, mit denen zu quatschen dabei und einfach den Spaß zu haben. Und ich glaube, das hat da auch, wie die meisten Leute aufgehört haben irgendwie oder auch nicht mehr großartig spielen und dann kommt das Dailies. Also mich hält im Moment fast gar nichts bei WoW. Es macht einfach, ich habe den Reiz nicht mehr da, mich da hinzusetzen, stundenlang irgendwelche Dailies zu machen, um den Ruf zu leveln und eigentlich nur irgendwie wieder in einem alten Level hinterher zu hetzen. Macht keinen Spaß mehr. Also bei mir ist es so, dass ich halt relativ inaktiv bin, was auch arbeitstechnische Gründe hatte, sag ich mal. Aber im Moment ist es wieder auf dem, also aus Sicht des WoW-Spielers ist es im Moment wieder auf dem Weg der Besserung, da wir eine neue Genleitung haben und dort mal wieder ein bisschen Leben in die Bude kommt mit neuen Leuten, die ich gern kennenlernen möchte und kennenlerne und ja, aber nichtsdestotrotz habe ich bis jetzt halt nur einen Level 90 Charakter, der gerade mal so in den ersten LFR reinkommt und ja, wie gesagt, ich hänge noch vor Patch 5.1 rum, aber ich lasse mich da auch nicht mehr hetzen, aber was ich viel schlimmer finde, ist diese ganze Item-Struktur inzwischen. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mich halt relativ wenig damit befasse oder dass ich einfach zu alt geworden bin oder Blizzard ist einfach zu kompliziert gestaltet. Aber zu Wottelka-Zeiten konnte ich jedes Rezept, jede Kräuter, jede Schneiderei-Krempel konnte ich auswendig und in Mists of Pandaria frage ich mich jedes Mal, wozu kann ich dieses Item jetzt benutzen? Ja, das liegt aber auch einfach daran, dass du verschiedene Rezepte auch nur noch bei bestimmten Fraktionen kriegst, wie das zu Classic-Zeiten früher auch gewesen ist. Aber die Dinger, die du da kriegst, sind eigentlich alle für den Popo, weil du aus den Raids oder aus dem LFR bessere Teile rausbekommst. Ja, gut, also warum sollst du dir das merken? So. Total unsinnig, die Rezepte zu kaufen, wenn man im LFR das Zeug hinterhergeschmissen bekommt. Ich finde zum Beispiel auch, man hat überhaupt keinen wirklichen Bezug zu den Items mehr. Wenn ich mich daran erinnere, was ich damals bei meinem T7-Set echt gefeiert habe, als wir dann irgendwann endlich Kel'Thuzad-Down hatten und ich mein erstes T-Set voll hatte und mich gefreut habe wie Schneekönig oder auch dann nachher, ich glaube C8 war das oder was, mit PDOK und das alles. Da hat man sich noch richtig gefreut, wenn du die Sachen vollständig hast. Ja, heute, da hast du vielleicht gerade so eben das Set zusammen und im Endeffekt kannst du es dir dann schenken, weil du ja sowieso direkt weiterrennen musst. Und, ja, das Schöne daran ist ja, dadurch, dass die Patches so schön schnell hintereinander kommen, kannst du dich gerade mal einen Monat drüber freuen, dass du dein Set zusammen hast, um dann im nächsten Monat das nächste Set zu holen. Ja. Halt nicht mehr so wie zu Classic-Zeiten. Da hast du monatelang das T2-Set getragen. Da konnte man auch erkennen, die Leute, die wirklich hardcore geredet haben, weil du konntest die Sachen nicht transmoggen, wie die Scheiße heute. Ja. Wobei ich das nicht mal so schlecht finde, muss ich sagen. Also was ist denn daran toll? Erklär mir das mal. Was ist an Transmoggen toll? Also ich finde, einige Spieler haben eine sehr gute Kreativität. Also es gibt wirklich Leute, also zumindest auf meinem Server, die einfach geil aussehen. Ich habe keine Ahnung, was die für Rüstung tragen, aber sie sehen einfach genial aus. Also wie gesagt, ich finde es jetzt auch nicht so schlecht, weil ich halt eben das T6 unheimlich schön finde und halt eben damit jetzt rumlaufe die ganze Zeit schon, ne? Ja, aber es ist nicht das T6. Aber ich muss die Items habe ich ja trotzdem.
Aber ich muss Jörg da schon zustimmen. Also gerade bei Wottelka war es auch eine sehr lange Durststrecke, bis halt das nächste Addon kam und du hast halt einfach gesehen, wer regelmäßig raiden geht. Also das hast du ihm schon angesehen. Ja, genau das gleiche auch mit den Titeln, ne? Kann ich mir in einem Raid oder in beim Lich King halt immer noch den Königsmörder holen? Ne? Oder willst du denn unterscheiden, ob jemand den Königsmörder geholt hat zu der aktuellen Raid-Zeit oder ob er jetzt mal eben alleine da reingeschneit ist? Ja, gut, aber was sollen sie machen? Sollen sie das alles wieder rausnehmen? Dann würde der Titel ja zur Heldentat werden. Ja, und dann ist es halt eine Heldentat. Ist bei Onyxia 60 auch so. Richtig. Nee, ja, super. Aber du konntest trotzdem die zu 70er-Zeiten umhauen. Übrigens. Da hast du diesen Titel auch bekommen. Übrigens ein. Ja, man kriegt ja. Nettes Gimmick eigentlich, weil du gerade Onyxia ansprichst. Was ich eigentlich ganz nett finde, obwohl ich es noch nicht gesehen habe, muss ich dazu sagen, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, hier die alten Instanzen wieder aufzuarbeiten. Also hier, Mist of Pandaria hat ja, glaube ich, 2 oder 3 alte Instanzen genommen und die nochmal neu designt. Hab's leider noch nicht sehen können, aber ich bin gespannt drauf. Ja, das ist einmal das Kloster. Dann ist es, Stratholme, ja. Scholomanze. Genau. Scholo auch, ja. Naja, siehst du, die drei sah ich doch. Ja, gut, ja, aber das ist auch... Mal ganz ehrlich, was ist daran toll? Ne, ich find's einfach ein nettes Gimmick. Also ich find's jetzt nicht schlimm. Ja, sie wenn du es jetzt... halt in Classic halt einmal gespielt hast, das ist ja genauso wie mit den Todesminen. Du hast halt in Classic die Todesminen gespielt. Jetzt will ich dich mal ganz kurz unterbrechen und mal auf etwas ansprechen, ne? Ich weiß nicht, wie lange du spielst, aber zu Classic-Zeiten und auch zu Zeiten von The Burning Crusade kanntest du die Geschichte um die Todesminen in- und auswendig. Du wusstest, warum Edwin van Cleef da unten gewesen ist, was das mit der Handwerkergilde auf sich hatte, dass die betrogen worden sind um ihren Lohn. Frag doch mal heute einen, was es mit der Geschichte auf sich hat von Vanessa van Cleef. Ja, Jörg, das kann dir keiner von den aktuellen Spielern sagen, weil die einfach nur blind da durchrennen. Ja, das liegt aber meiner Meinung nach nicht an dem Design der Instanzen oder der Story, die dahinter steht, sondern vielmehr daran, dass du in Classic-Zeiten hast du in dem Gebiet Westfall hast du gequestet, hast sogar Quests, glaube ich, für die Todesminen bekommen und bist dann da reingejockelt. Mhm, ganz genau. Und heute ist es so, du stehst in Sturmwind mit deinem Level 15 Charakter und sagst, anmelden und Abeta der Peter. Und dann ist es doch kein Wunder, dass niemand kapiert, worum es da eigentlich geht. Genauso fand ich es auch sehr schade, um ein aktuelles Beispiel mal zu nehmen, fand ich den Untergang von Terramor, dieses Szenario. Ich meine, es war nett designt, aber würde ich das Buch nicht lesen, würde ich wahrscheinlich nicht wissen, worum es da eigentlich ging. Ja, ist doch Armut, oder? Ja, es ist so, aber es liegt nicht am Design der Instanzen, sondern vielmehr daran, dass du halt alles schnell abfarmen kannst, damit du halt immer den aktuellen Patches hinterherrennen kannst. Und wie gesagt, früher war halt das Design ganz anders, dass du halt wirklich in dem Questgebiet Quests für die einzelnen Instanzen bekommen hast. Richtig, jetzt gehst du in die Instanz rein, kannst die Quest da annehmen, holst einmal da durch und es beendet. Richtig. Aber warum gesagt, das eigentlich da so ist, das weiß keine so. Ja, höchstwahrscheinlich dadurch, dass das halt alles schneller sein muss, um halt ein breiteres Publikum, also die Casual Gamer, möchte ich jetzt mal da hinzufügen, anzusprechen. Und halt den aktuellen Content möglichst schnell zu erreichen. Also ja, aber dann, ich denke dann mal, Blizzard möchte ja möglichst schnell die Spieler im hintersten Content haben. Dann kann ich aber aus so einem Spiel wie World of Warcraft direkt ein Hack and Slay machen wie Diablo 3. Könnte man. Guck mal, du kannst jetzt Szenarios machen. Wir haben die alten Raid-Instanzen so designt jetzt oder von der Schwierigkeit runtergesetzt, dass du die meisten solo machen kannst. Es gibt keine Elite-Quests mehr, wie ich die früher wie Sand am Meer gegeben hat. Diese du hast ja also immer irgendwo eine Gruppe suchen müssen. Oder die Gruppenquests. Die gibt's auch nicht mehr. Allein Hogger werbe ich mal so rein, ne? Die Allianz-Spieler werden's kennen. Oh, ich hasse ihn.
Übrigens, Jörg, um deine Frage mal zu beantworten, mein Account wurde vor dem Release von The Burning Crusade erstellt, aber ich bin der festen Überzeugung, ich habe mir beide CDs gekauft und mit Burning Crusade angefangen. Aha. Also, um mal jetzt so ein Ära-Ding abzustecken, wann ich angefangen habe. Ich bin Level 70 geworden in der Nacht, als Wotelka rauskam. Ja, ich wehre mich auch noch dazu, ich wehre mich auch noch verzweifelt dagegen, dass man zu mir sagt, ich gehöre zur Generation Lich King. Nö, also ich persönlich zähle mich da sehr dazu, aber das liegt halt einfach daran, dass ich wirklich bis Level 70 einfach keinen Plan davon hatte, was ich da machen sollte. Also ganz ehrlich, ich habe angefangen mit der Testversion, habe dann angefangen zu spielen und so weiter und so weiter und so weiter und irgendwann kam das nächste Addon und dann kam Nordend und irgendwie mit Nordend fing für mich persönlich ein ganz anderes World of Warcraft Spielen an. Und das ist auch gut so. Also, sagen wir es mal so. Das liegt daran, dass Burning Crusade scheiße designt war. Nee, es lag einfach daran, dass ich bis Stufe 70 keinen Plan hatte, was ich mache. Ihr tackt doch nicht immer auf Burning Crusade rum. Doch. Ja, wie gesagt, ich fand's gut. Also. Ich mag die Geschichte um Burning Crusade. Also, wie gesagt, so die Zeit wirklich miterlebt habe ich ja leider nicht, aber ich mag die Geschichte darum. Ich mag Illidan unheimlich und ich wollte gerade sagen, Legion. Weil du ja so ein Illidan-Fan bist, ja. Ja, Illi ist toll. Naja, gut. Naja, dann würde ich jetzt einfach mal die abschließende Frage an unsere Zuhörer stellen. Was denkt ihr denn? Kommen die Patches zu schnell? Welches Add-on war euer liebstes Add-on, beziehungsweise seht ihr es genauso wie wir, dass das halt früher alles besser war, oder denkt ihr, ja, wieso, Mist of Pandaria ist doch toll? Und damit beende ich jetzt einfach mal als Aushilfsmoderator diesen Podcast und verabschiede mich von Jörg. Tschüssen. Und von Alex. Tschaußen. Und ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.